Nein, das ist lässig, wenn man nach eigentlich unter dem Arbeiten in der Mittagspause ins Paradies hinauffahren kann für 2-3 Stunden. Ich probiere es so täglich wie möglich, also 6-mal die Woche auf jeden Fall. Also meine große Leidenschaft beim Snowboarden ist eigentlich das Freeriden. Da kann ich abschalten, wenn ich das 1 Stunde am Tag mache und dann komme ich wieder gut gelaunt in die Küche. Das kulinarische Niveau ist natürlich oben auch super, weil die Aussicht gibt, ist wahrscheinlich einmalig auf der ganzen Welt. Wir haben eigentlich eine weltoffene Küche. Da wird das gekocht, nach was wir Lust haben. Wir lassen es nicht gerne in der Schublade machen, aber nicht nur regionale Produkte, haben wir natürlich auch. Aber wir sind eigentlich eine internationale Küche. Natürlich ist es auf Ischgl war am Anfang ein bisschen schwierig, weil ins Paradies die ganzen Lieferanten zum Herkriegen war schwierig, weil der Weg nicht so einfach ist nach Ischgl. Aber wir haben es jetzt gut geschafft, damit wir eigentlich einer der frischesten Fische überhaupt nach Ischgl schaffen. Die haben 24 Stunden davor noch im Meer waren die. Aber es hat natürlich Jahre gebraucht, bis wir das Netzwerk aufgebaut haben. Wir probieren auch nicht alltägliche Dinge zu verwenden, wie Kalbsbauch, Kalbseiter, weil wir uns ein bisschen abheben wollen von anderen. Kuh-Eiter war eigentlich ein Produkt, aber wir beim heimischen Metzger. Und das hat uns dann fasziniert, dass das eigentlich weggeworfen wird. Das Kuh-Eiter haben wir in allen möglichen Techniken probiert, bis wir eigentlich zufrieden waren damit. Das hat sich wahrscheinlich dadurch entwickelt, weil wir so, ich will eigentlich meinen eigenen Stil und den will ich durchziehen. Und ich will mich nicht einschränken lassen mit irgendwas. Der Beruf Koch ist ein schöner Beruf, weil du kannst mit deinen Händen was erschaffen. Die Stübe haben wir probiert, so minimalistisch wie möglich zu halten. Wir haben probiert, noch natürlich die Rollen nicht zu verleugnen mit dem Altholz. Wir definieren uns eigentlich über das Essen. Unser Haus definiert sich über das Essen. Unsere Karte besteht eigentlich aus 2 Menüs und sowohl eine kleine à la carte Karte. Ich hoffe, alles, was einem gut schmeckt, findet man da drauf. Wir wechseln sie eigentlich jede 2 bis 3 Wochen einzelne Gerichte. Unsere Karte ist sehr saisonell. Was gibt es im Jänner? Es ist jedes Jahr unterschiedlich. Das liegt natürlich an der Stimmung. Aber natürlich ist im Jänner eine Ente gut. Im April werden die Teller dann wieder ein bisschen bunter. Da kommt das Gemüse, da gibt es dann wieder Erdbeeren und so weiter. Wir kreieren auch neue Gerichte unter der laufenden Saison. Darum ist es relativ schwierig, was ist das spannendste Gericht momentan. Ich glaube, jedes neue Gericht ist am Anfang das Speziellste. Ich denke, man sollte sich am besten überraschen lassen in einem Menü mit so vielen Gängen, wie man gerne hat. Also, dass man neue Gerichte entwickelt, das kann sich um ein paar Stunden handeln. Und manchmal dauert es ein paar Monate, bis die Idee vom Kopf wirklich auf dem Teller ist. Die Soßen sind eigentlich unsere Hauptkomponenten. Auf fast 90% unserer Teller, das ist mir ganz wichtig. Wir sind eigentlich ein relativ junges Team prinzipiell im Haus und ich glaube, wir haben einen super cleanen. Natürlich kommen unterschiedliche Ideen vom ganzen Team, weil jeder war irgendwo anders und hat davor schon mal was gesehen. Ja, die Sarah ist sozusagen auch nur meiner vielen rechten Händen. Die ist auch beim Gast draußen und die schaut, damit der Restaurant alles gut läuft. Aber das ist einer von vielen rechten Händen, aber wahrscheinlich die stärkste rechte Hand. Also die Auszeichnungen helfen uns natürlich schon was. Aber wir sind eigentlich da, damit wir die Gäste glücklich machen.